Moinsen, meine Freunde. Mein Name ist Make Taroka und das ist Let's Play Quest 64. Hallo. Jedenfalls sind wir in Larapool in diesem Spiel und wollten durch eine Höhle gehen. In dieser Stadt scheine ich auch nichts zu finden, was irgendwie an anderen Plätzen platziert ist. Zu sein scheint. Hier an der Seite, das wäre voll interessant eigentlich. Aber nein. Auch da ist nichts. Ich war noch nicht hier drin. Ich sollte mir Flügel holen. Sollte mir Geflügel holen. Apropos Geflügel. Hat nichts mit Geflügel zu tun. Ist aber was zu essen. Ich habe mir eine 5-Minuten-Terrine gemacht, die neben mir steht und abkühlt. Das heißt, ich werde gleich zwischendurch einmal kurz aufhören und schneiden. Nur damit ihr wisst, warum ich geschnitten habe. Vielleicht. Ich werde es eh anmerken, wenn ich esse. Ja, schlägt die ganze Zeit. Während des Videos anfangen zu essen. Ich gehe trotzdem hier rauf und gucke, ob hier was ist. Hier ist eh nichts. Hier ist die drin. Das wusste ich gar nicht. Gibt's die einfach zweimal? Wäre voll lustig. Sie ist Laila. Das ist die Tante aus Kaleido Star. Hieß sie nicht auch so? So, so ein Anime mit so... kann ich gar nicht beschreiben. Das ist so ein Anime mit so einem Zirkus-Zeug. Da ist so ein Mädel, das möchte er gern beitreten, weil die hat das als Kind gesehen und dann fand die das total toll. Das Mädel heißt Sora. Und die stellt den ganzen Kram auf den Kopf. Relativ lustig, habe ich aber nicht so weit gesehen. Ah ja, ich kann hier nicht rein. Es ist alles wie immer in dieser Stadt. Ist so erschreckend normal. Das ist, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Okay, rauf. Und hier nach oben und hier wieder raus. Das ist das interessanteste Gasthaus von allen im Spiel, finde ich. Das ist so richtig schön verwinkelt gebaut. Es ist cool. Das machen die nicht überall. Das haben die nur in dem gemacht, in sonst keinem anderen. Überall anders sind die Gasthäuser so simpel, wie es nur irgendwie geht. Und dieses hat einfach... Ich weiß, ich habe die anderen Räume nicht besucht, aber dieses ist einfach so anders gebaut und das mag ich. Tidal Wave. Alle weg. Schön. Sehr Spaß. Ich. Sehr Spaß. Ich. Genau. Ich habe sehr viel Spaß dabei. Wenn ich die Gegner mit Flutwellen, die eigentlich mehr wie, ja, Mann, der Fluss fließt aber schnell. Mein Gott. Wenn ich die Gegner mit Flutwellen beziehungsweise mit Strudeln kuschel. Mit Strudelkuschel. Ne, warte mal, das war der Name von Da leuchtet was, das finde ich gut. Doofenschmirz. Das ist sein Nickname, sein Online-Nickname. Strudelkuschel. Cooler Name übrigens. Muss man ja mal sagen. Mich stört, dass manche Kämpfe in diesem Spiel einfach unheimlich lange dauern, weil die Gegner mehr HP haben und meine Angriffe einfach nicht so stark sind. Und ich erinnere mich gerade an diese großen Cockatrice, wie auch immer man die aussprechen mag, Gegner. Achso, ich hab ja Wasser benutzt. Ich wollte schon sagen, war da ein neuer Zauber? Nein, da war kein neuer Zauber. Ich habe auch das ganz falsche Element, um einen neuen Zauber zu sehen, ausgewählt. Da kann nichts sein. Eleven Damage. 12 Damage. Tod. Silent Flute. Die silente Flute, so. Es kommt nicht. Und wenn die nicht kommen? So blöde. Ich sollte mich heilen. Ich bin nicht auf dem besten Stand meiner HP. Und damit habe ich jetzt den Beweis für mich selbst, dass es nicht von den maximal HP kommt, wie viel man sich heilt, sondern davon, wie hoch das entsprechende Element ist. Gut zu wissen. Net to know, sozusagen. Aber hey. Könnten die jetzt bitte einfach mal sterben? Wir sind bei 5 Minuten 30. Meine 5 Minuten Terrine dürfte jetzt eigentlich bereit sein.
Ich lasse sie zwar immer ein bisschen mehr abkühlen, meistens, weil ich mag es nicht, mir den Gaumen zu verbrennen. So, den vermöbel ich jetzt aber richtig ordentlich, wenn ich mich bewegen kann. Okay, brauche ich gar nicht. Ich treffe ihn auch so. Verdammte Scheiße. Okay, ich mache Feuer. Ja, ist besser. Treffe ich auf jeden Fall mit irgendwie. Macht auch 40 Schaden, ist gut. Wenn mal einer daneben geht, dann geht er halt daneben. So, ich brauche dringend Heilung. Steige bald noch ein Level. Nein. Dankeschön. Meinetwegen lerne ich aus bei 23 was Gutes. Ich habe keine Ahnung, wann das kommt. Aber erstmal 5 Minuten Terrine. Bis gleich. Quietsch. Ah. So, meine Freunde. Von warmem Essen läuft mir immer die Nase. Ist schlimm. Es geht weiter mit diesem Spiel. Ihr habt jetzt gerade vielleicht... Jetzt stehen da... Oh. Entschuldigung. 10 Minuten. Oh, wieder. Hier gibt's die auch. Cool. Wolf Goat. Ach so. Ah, 2? 2 ist nicht viel. Komm. Da stürzen wir uns in den Kampf. Selbst wenn die viel Schaden machen. Einen treffe ich leider nicht. Die anderen waren ja wesentlich stärker. Die haben ja 6 oder so Schaden gemacht pro Treffer. Ich weiß nicht, wie viel Leben die haben. Das ist das einzige Problem. Die machen halt so einen Radau hier mit ihrem Lawinenangriff. Oh Mann. Hot Steam, Power Stab, Drain Artica. Ich könnte einen Schaden. Ich könnte die auf einen Schaden runterhauen. Vermutlich. Oh, dafür, dass der Angriff so lange dauert. Oh. Ihr trefft mich nicht. Oh doch, ich habe es gerade ausgesprochen, da ist passiert. Das ist die Manifestation, die negative. Passt auf, es funktioniert. Nee, ich weiß nicht, ob manifestieren funktioniert. Dinge passieren oft, wenn man sie sagt. Und wenn man sagt, es passiert nicht, dann... Da gibt's so eine Regel, dass wenn man sagt, dass Sachen nicht passieren, dass sie dann passieren, weil es kein Negativ kennt. Ja. So. Aber kennt ihr das, dieses, wenn ihr irgendwas gehört habt oder über irgendwas nachdenkt und im nächsten Moment so gefühlt oder zumindest in der nächsten Zeit hört ihr ständig davon? Sowas oder dass Dinge passieren, die man sich vorstellt. Auch wenn es manchmal ein bisschen dauert, teilweise auch. Aber Sachen treten irgendwie ein, wenn man sie heraufbeschwört. Ich weiß nicht warum. Es passiert einfach. Ja, den habe ich vorhin nicht getroffen. Den boxe ich jetzt einfach. Alter Schwede. Honey Bread. Oh yes, das hat sich sogar gelohnt. Falscher Zauber. Die Heilaura möchte ich. Wahrscheinlich wird ihm da ganz warm dabei. Wie habe ich mir das vorzustellen? Wie läuft das, wenn er einen Zauber benutzt, der warm ist? Verbrennt er sich da nicht? Ich habe letztens eine Flamme gepackt. Ich war ein Idiot. Ich habe es nicht gesehen. Wir hatten auf der Arbeit... Wir haben so ein Gerät, das benutzen wir zum Flammpolieren. Also das ist so, um Kunststoffkanten, also von Plexiglas, die Kanten zu polieren halt. Die sind dann richtig shiny, glänzend und so. Und oh mein Gott, noch mehr von denen. Die haben mich vorhin schon abgenervt. Ich kämpfe nicht gegen die. Jetzt bin ich... Oh mein Gott, ich benutze eine Nachbildung. Da habe ich keinen Bock drauf, ehrlich. Das sind mir zu viele von denen. Und vor allem, ist da hinten was? Sieht nicht danach aus. Hier haben wir noch eine... ja.
blablab. Was war das gerade für ein Geräusch? Das ist auf einmal voll laut geworden. Jetzt wird es auf jeden Fall dunkel hier und ich wollte noch irgendwas sagen. Hab's vergessen. Ach so, genau. Flammpolieren. Der Arbeitskollege, der mich so abgefuckt hat, der hatte das Teil zum Polieren halt benutzt, hatte den Brenner da so stehen lassen. Das ist wie so ein kleiner Bunsenbrenner, den du in die Hand nehmen kannst, könnte man sagen. Da ist so ein, du hast wie so ein Griff da dran und vorne so eine Öffnung und da kommt halt so eine kleine blaue Flamme raus. Also die ist sehr heiß. Und dann hat er sich einen Timer gestellt, weil er musste zwischendurch noch was anderes machen, das auf Zeit lief, sag ich mal. So auch Plexiglas erwärmen. Und ich muss es jetzt erzählen, das ist, ich bleib stehen, ich weiß. Ich muss da ein bisschen in mich gehen. Der hat dann auf jeden Fall, haben wir so einen Ofen bei uns, da kann man so Platten reinlegen im Ganzen und dann kann man die so im Ganzen verformen. Und dann muss man die halt in so eine Schablone legen und das hat er halt gemacht. Musste der die 10 Minuten da drin lassen, hat sich so einen Timer gestellt und dieser scheiß Timer hat gepiept. Und er hat den nicht ausgemacht, der ist einfach zu dem Ofen gegangen und hat das Ding halt piepen lassen. Und auf dem Gerät drauf, auf der Maschine, die diesen Brenner betreibt, lag dieser Pieper und ich bin da nicht rangekommen. Ich habe dann so mit dem Arm da so rüber versucht zu fassen, weil das war am gleichen Tisch zwar, an dem ich stand, aber ich stand so am Kopfende. Und er stand so an einer Längsseite und ich habe dann so versucht, darüber zu greifen und dann habe ich nicht gesehen, dass der Brenner an ist. Hab da voll reingepackt. Habe ich jetzt so einen fiesen Abdruck, so eine fiese Verbrennung mit so einem richtig rot entzündeten Ding da an meinem Arm. Ist aber halb so wild. Es tut ein bisschen weh, also es ist ein kleines bisschen nur. Auch nur, wenn man drauf drückt. Wobei, ja, es ist kaum. Es hat auch in dem Moment nicht wehgetan. Es hat erst nach ein paar Minuten angefangen, ein bisschen zu brennen. Also nicht, dass ich in Flammen stand, aber ihr wisst, was ich meine. Es war halt dieses brennende Gefühl, der brennende Schmerz. Bumm. Wie viele Schläge brauche ich für euch? 3? Ja. Alles wie immer, würde ich sagen. Die sind nicht anders. Honeybread auch. Von denen. Das ist ja krass. Dabei heilt Honigbrot so viel. 150? 150. Wobei ich das ja mittlerweile auch schon quasi brauche. Fast. So, wir bewegen uns auf jeden Fall jetzt durch eine schöne kleine Höhle. Was heißt klein, aber... Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht vielleicht an so einem Ding vorbeilaufe, dass hier irgendwie in so einer Kante drin ist oder so. Ich weiß immerhin nicht, wo die Viecher platziert haben. Ich kann es mir nur erahnen. Wo bist du denn? Also halb aus der Arena raus. Donk. Habe ich gesagt, was für eine 5-Minuten-Terrine ich gegessen habe? Es ist ein Brokkoli-Nudeltopf. Brokkoli ist sowieso mega geil und Nudeln auch. Also. Es ist wirklich super lecker. Ich wünsche, die gäbe es in größer. Ich bestelle auch manchmal, wenn wir hier. Kommt nicht allzu oft vor, aber vielleicht so einmal im Monat. Wir haben ja halt einen Imbiss in der Gegend. Der hat auch einen niedrigen Bestellwert und so, weil wir sind ja in den Kaff eigentlich, wo ich wohne. Und auf jeden Fall gibt's da ein Brokkolischnitzel und das ist mega gut. Das ist dann halt Schnitzel mit so einer Rahmsoße. So, keine Ahnung, so eine helle Rahmsoße, keine Ahnung. Mit Brokkoli halt drin und dann Pommes. Aber geil, das schmeckt so lecker. Ich weiß nicht warum. Habe ich auch schon öfter versucht nachzumachen. Ist nur, glaube ich, einmal irgendwie gelungen. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Einigermaßen gelungen. Würde ich das wohl eher nennen. Da in der Ecke hätte ich jetzt was erwartet. Aber da ist nichts. So, jetzt haben wir die Krähen und die Blutquall-Dinger. Die komischen mit den Augen und so. Die haben alle Augen.
Lass mich mal Tidal Wave verwenden. Tidal Wave macht bei denen sogar genauso viel Schaden wie bei allen anderen Gegnern auch. Warum bin ich nicht aufgeladen? Ich bin so ein Vollidiot, ne? Lass mich mal eben Heilzauber verwenden. Na, das reicht gar nicht. Lass mich ein Brot verwenden. Oder eine Flöte. Und jetzt ein Brot. Dann bin ich auf der sicheren Seite. So. Gleich heile ich mich. Ich schwör's. Nach dem Kampf auf jeden Fall werde ich mich wieder voll heilen. Der Angriff ist so verdammt gut. Warum? Ich komme da nicht drauf klar. Er ist wirklich gut, aber er ist irgendwie langweilig. Und verdammt nochmal, mein Rücken tut weh. Feuer, immer noch nicht. Oh mein Gott. Nein, ich habe gesagt, ich heile mich. I will heal myself. On the ground. Cause my lack of fringes just seem to slow you down. So, egal. Das war ein Zitat aus einem Lied. Oh mein Gott, ein Drache. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass er da ist. Warte mal eben. Verwende ich Wasser gegen die Herrschaften? Oder lasse ich es bleiben? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das eine gute Idee ist, überhaupt gegen ihn zu kämpfen. Der könnte ziemlich powerful sein. Soul Searcher. 465. Der hat auf jeden Fall mehr Leben, oh mein Gott. Als ich es gewöhnt bin von ihm. Ach, verdammt nochmal. Schon eine verringerte... 51! Oh mein Gott, der bringt mich voll um. Okay, passt auf. Ich flüchte. Habe ich eine Nachbildung übrig? Wahrscheinlich nicht. Nein, habe ich nicht. Weißt du was? An dem Punkt mache ich es dann anders. Ich benutze eine Flöte. Die Heilaura vielleicht ein, zweimal. Ich muss sie dreimal benutzen, falls er gleich nochmal zum Angreifen kommt. Okay. Mann! Ich muss ihn auf jeden Fall... so lange ruhig stellen. Ruhig stellen. Okay, kann sich wieder bewegen. Das hat mich getroffen. Verdammt nochmal. Was mache ich denn jetzt? Ah! Power Staff. Power Staff. Oh mein Gott, wieso treffe ich den denn nicht? Ich bin tot. 57. Oh mein Gott, das ist stark. Okay, gegen die Drachen möchte ich, glaube ich, nicht kämpfen. Nein. Geh da wieder rein, du. Kleiner Mann. Du hast, ein Problem. Oh. Jedenfalls... gehe ich da jetzt wieder rein und werde es diesmal besser machen. Oh Gott, 99 MP. Wir haben jetzt schon mehr als in dem Telltale Monsters Run. Es ist abnormal, wie schnell das steigt. Ich überhole irgendwann die HP, glaube ich.
Wäre jedenfalls durchaus möglich. So, ich wünschte, ich hätte einen guten Feuerangriff. Einfach einen, der auch mehrere Gegner trifft. Leider kann ich nur das. Meinetwegen auch nur einen, der einen trifft, aber der halt wirklich stark ist. Oh, das war falsch. Kann auch nicht boxen, ne? Nö. So. Ich habe 20%, weil ich gerade erst ein Level gestiegen bin, wenn ich mich recht entsinne. Ich komme nicht darauf klar, wie lange das dauert, bei Feuer einen Angriff zu lernen, den man gebrauchen kann. Ich meine, ja, der Heilzauber ist nett. Der macht mittlerweile auch ganz gut Heilung, tatsächlich. Na, das wollte ich nicht. Mein Angriff ist gestiegen, seiner ist gesunken. Warum ist mein Angriff gestiegen? Oh, warte! Drain-artig. Ach so. Ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass das quasi meinen Angriff steigert, weil ich es ihm abziehe. Das ist gut. Gut, müsste ich bei dem Drachen benutzen, um so richtig effizient zu sein. Ich finde es schade, dass man den Homing Arrow immer noch scheiße gemacht hat. Also der ist immer noch nicht besser. Nö, 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 nö. Okay, jetzt muss ich natürlich was ausprobieren. Power Staff. Komm schon. 59 mache ich. Ich mache so 59 bis 64. Ich heile mich jetzt eben ein bisschen, bis mein Effekt ausläuft. Ach, der, ich kann ihn ja gar nicht treffen. Ach doch, wenn er zu mir kommt, schon. Ja, so kann ich ihn treffen. Okay. So, ich habe seinen Wert gesenkt, meinen gesteigert. 41. Nein, der Powerstab ist definitiv stärker. Aber an dem Punkt muss ich was nachgucken. Haben die einen Angriffswert? Bin mir nämlich nicht bewusst, ob die einen Angriffswert haben. ATK 23. Haben sie. Jetzt ist die Frage, bekomme ich mehr Power, wenn ich einen stärkeren Gegner den Angriff abziehe? Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Mein normaler Angriff ist doch auch nur bei um die 40. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Angeblich ziehe ich dem Gegner Angriff ab, aber mein Angriff wird nicht besser dabei. Bei mir steht, mein Angriff wäre gestiegen, aber der ist nicht gestiegen. Ich mache genauso viel wie sonst. Jetzt ist der gestiegen, pass mal auf. Jetzt mache ich nämlich 60 Schaden. Was ist das? So Quatsch. Der Effekt funktioniert nicht. Da gibt es auf jeden Fall noch einen kleinen Glitch, der nicht so sein soll. Ein Fehler, ein Bug. Ich bekomme gerade die ganze Zeit Honigbrote, so wie Börter. Habe ich das gerade gesagt. Ich habe ja irgendwann mal bei Snowboard Kids gesagt, in dem Shop kann man Börter kaufen. Und ich habe mich dann richtig kaputt gelacht, weil Börter kein Wort ist. Borts, wahrscheinlich. Einfach. Borde. Bordell. Nee.
Hier im Borde von Kadash nimmst du Kutte Nummer 8. Das war Zitat aus einem Lied von Angelus Productions. Sehr lange her, 2008 oder so. Das war so die Zeit von der Parodie. Gegen den möchte ich nicht kämpfen, ehrlich gesagt. Wobei ich es natürlich so probieren kann. Ich möchte es aber so nicht probieren, ehrlich gesagt. Der steht gleich eh wieder auf und dann ist der wieder stärker und dann verwandelt sich gleich zurück und dann macht er super viel Schaden und dann bin ich da nicht drauf vorbereitet und dann sterbe ich wieder und dann war es vorbei. Dann war sie vorbei, die Sinfonie. Wird zur Abschiedsmelodie. Ich zitiere gerade sehr viele Texte von Liedern. Warum tue ich das? Da habe ich jetzt einen erwartet, wirklich. Der hätte einfach sein können. Der hätte da einfach sein sollen. Ja, wie mache ich das? Homing Arrow, ich mache das auch, guck. Der kann aus irgendeinem Grund 4-mal treffen, anstatt 3-mal. Ich verstehe es nicht. Haben sie den auch verbessert irgendwie? Also er ist immer noch genauso kacke, aber ein bisschen besser. Also nicht genauso kacke. Was geht ja dann nicht. Waren das 5? Ich wünschte, es würde dastehen, wie die Angriffe von den Gegnern heißen. Dann wüsste man nämlich genau, ob das der gleiche Angriff ist oder nicht. Außerdem trägt das natürlich auch zur Spannung bei, wenn die Angriffe von den Gegnern angezeigt werden. Und dann steht da was, was du noch nie gelesen hast. Und dann, oh mein Gott, was ist das? Das war immer so stark bei Final Fantasy, wenn irgendwelche Bosse irgendeinen Angriff benutzt haben. Ich kann mich noch an meinen allerersten Sephiroth-Kampf erinnern. Oh, das war stark. Ich war total unterlevelt im Nordkrater. Und dann tauche ich da auf. Ich hatte auch Vincent nicht. Musste dann auch, glaube ich, irgendwie nur ich weiß nicht. Musste man Yuffie fest ins Team bekommen oder war das auch ein Charakter, den man optional hatte? Weiß ich gar nicht. Ich hatte auf jeden Fall nur 2 Teams am Ende, weil man muss ja in dem Kampf gegen Bizarro Sephiroth Teams machen, die dann so von allen Seiten so gegen den kämpfen. Gegen dieses riesige Raumschiff-Sephiroth-Viech. Ihr kennt das. Square-Bosse sind immer so. Das ist so, der letzte Boss ist immer so ein Raumschiff. Keine Ahnung, es sieht auf jeden Fall so aus. Wie so ein komisches... Keine Ahnung, erinnert mich ein klein wenig an Darling in the Franxx. An Zero Two. So, an dieses Raumschiff. So ungefähr sieht er aus. Der bizarre Sephiroth. Keine Ahnung, kann ich nicht anders beschreiben. Und der hat auch diese super coole Bossmusik. Also das ist, würde ich sogar fast cooler finden als One Winged Angel. Also die geht ein bisschen mehr ab. One Winged Angel ist so und Birth of a God ist so, oh, cool. Das wäre meine Musik, wenn ich ein Boss wäre. Nee, eigentlich nicht. Es gibt coolere trotzdem noch. Jedenfalls war der dann besiegt irgendwann, weil der hat sich immer geheilt. Der hat seine Bizarro-Energie gemacht und dann hat er sich voll übel aufgeheilt immer. Und ich habe auch nicht die besten Waffen oder sowas gehabt. Ich hatte gar keine Ahnung von dem Spiel eigentlich. Und ich bin halt irgendwie hingekommen. Zufällig. War halt noch ein Kind. Und habe selbst nicht das Koppelsystem. Das war FF8. Ich habe auch das Materia- oder Substanzensystem nicht so richtig verstanden. Ich habe nie verstanden, wie man alle benutzen kann. Das hat nie geklappt, aber ich muss es halt in so den gleichen verbundenen Slot packen, so, damit das geht. Egal, worauf ich hinaus möchte, ist, ich habe den dann besiegt. Den Bizarro Sephiroth war voll stolz und voll glücklich, dass ich den Final Boss besiegt habe. Und dann kippt er so langsam zur Seite, ein bisschen runter und dann löst er sich wieder auf. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr das Spiel gesehen habt. Und dann wurde das Bild langsam dunkel, so Schwarzblende.
Und die Musik hört auf und dann kommt noch dieses Geräusch so. Und dann hört das auf und dann kommt die Bossmusik. Und oh mein Gott, da kommt noch einer. Und dann hat er mich richtig fertig gemacht. Und ja, ich war sehr, sehr überrascht, als da Supernova auf dem Bild stand. Und ich wusste als Kind halt schon, dass eine Supernova ist, wenn die Sonne explodiert. Boah, ich hatte nicht erwartet, was dann kommt. Ich meine schon, dass die Sonne explodiert, aber meine Fresse. Diese Animation, die ist in die Geschichte eingegangen. Weil die so fucking lang ist. Da hat doch jeder schon mal von gehört, oder? Von der längsten Final Fantasy Animation. Das ist nicht die längste, glaube ich. Ich glaube, die längste ist von Arche, die Beschwörung. Wenn ich mich recht entsinne, oder? Ist das die längste? Die Arche-Beschwörung in FF9? Fand ich übrigens auch mega cool. Das war ja mal ein Boss in irgendeinem bestimmten Gebiet, wo Kuya nicht rein konnte, weil es, da wird ja Magie irgendwie gebannt. In, oh, ich habe vergessen, wie der Scheiß heißt. Eulwert oder so. Ganz komisch. Olivert, Eulwert, irgendwie so. Wert mit V. Pferd. Pferd. Ja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Dann kommt am Ende dieses Luftschiff. Ist einfach ein Luftschiff als Boss. Und du denkst dir so, was ist das denn für ein Scheiß? Und am Ende, wenn du den scheiß finalen, nicht den finalen Boss, wenn du den, wenn du Hades, der, in diesem Unterwassergebiet, in dem letzten Dungeon, sag ich jetzt einfach mal, da gibt's ja irgendwie zu jedem Gebiet, wo man war, irgendwie so einen kleinen Abschnitt, wo man durchläuft. Dann gibt's dann noch ein paar Bosse teilweise, die, diese Chaos-Viecher. Kali finde ich immer noch fantastisch irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie die auf Englisch heißt. Maliris oder so. Ich glaube schon, dass es Maliris war. Ganz, ganz verrückter Name auf jeden Fall. Gegen den will ich nicht kämpfen. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Aber dazu noch gleich. Auf jeden Fall hat man dann den Boss besiegt. Den guten Hades. Und der war halt irgendwie so versteckt hinter so einem. Da konnte man so um so eine Ecke gehen. Keine Ahnung, in so ein Gebüsch. Von Gebüsch. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Das sind so Korallen und so ein Scheiß. Und das ist so eine Unterwasserszene. Da kommt irgendwie Quina und meint so, oh, ich ertrinke. Oder so. Und dabei ertrinkt man gar nicht, weil man da aus irgendeinem Grund atmen kann. Und da in der Ecke irgendwo ist halt Hades. Und wenn du den besiegst, kannst du bei dem Zeug schmieden, so ganz legendäre Sachen und so. Und dann kriegst du da den aus zwei Eifersplittern, kriegt man, glaube ich, den Eiferstein. Und das, damit lernt man die Arche-Beschwörung. Und als ich das Ding bekommen habe, war ich so, Arche, hast du schon mal irgendwo gehört? Und dann beschwöre ich das Ding. Und dann ist das einfach dieser Boss. So, what? Und dann verwandelt sich das in so einen Roboter. Ist einfach total krank. Einfach so ein Transformer-Roboter-Riesen-Gundam-Teil. Voll übertrieben und jagt wie das halbe Universum in die Luft. Wie das halt bei Final Fantasy-Beschwörungen so ist. Die starken OP-Beschwörungen so. Man kennt sie. Oh, ja, auch zwei Leben. Der hatte noch vier. Er hatte doppelt so viel wie ich. Ich habe ihn trotzdem besiegt. So, 24. Ich habe keinen. Wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Da kommt nie was dazu. Also, nicht das Richtige jedenfalls. Oh mein Gott. Ist das so schwer? Ist das denn zu viel verlangt, dass ich mal so einen blöden Zauber lerne? Ich habe gleich 25 Feuer. Und hab. Boah. Hallo, ich hab bei Level 8. Nee, nicht bei Level 8. Ich habe bei Level 13, da bin ich stehen geblieben, gerade bei Wasser. Habe ich Tidal Wave gelernt. Ich habe seitdem kein Wasser mehr gelevelt. Seit Level 13. Ah, ich habe nicht genug für Healing Aura. Gib mir mal so einen Tautropfen. Ich gehe aber von ganz am Anfang. Ich nehme die Sachen vom Anfang, die wollen auch benutzt werden. Plopp. Benutze hier wesentlich mehr Items als in meinen letzten Runs, die man so von mir von diesem Spiel gesehen hat. So, wir sind auf jeden Fall aufgeladen, nehmen noch ein paar MP mit für den nächsten Kampf.
der jetzt wahrscheinlich kommen wird. Wir haben 106, ohne Scheiß. Wir haben noch 40 Unterschied. Wie ist der da raufgekommen? Hab ich noch nie gesehen. Den erreiche ich doch gar nicht. Ich gehe aus dem Kampf raus, das ist mir zu dumm. Ich treffe den nicht. Ich kann den gar nicht erreichen. Dieser blöde... An dem Punkt frage ich mich, kann man da hochgehen irgendwie? Und dann sind da die Geister, die man irgendwo platziert hat. Ist das nur für Speedrunner, dass sie das bekommen? Den Scheiß? Nee. Es gibt ja Hard-Mode-Speedruns, habe ich gesehen. Aber ich habe mir keinen angeguckt, weil ich mich bei den Attacken nicht spoilern wollte. Ich bin aber sehr interessiert. Ich würde auch einen angucken, wenn ich das Spiel durch habe. Bestimmt. Oh, die Kameraperspektive, wie die abgegangen ist. Ich habe übrigens den Fehler von meinem Dingens-Video echt nicht gefunden. Von meinem Idle-Master-Ding. Das ist einfach so eine Datenmatsche. Warum? Ich verstehe das nicht. Es sollte nicht so sein. Aber es ist so. Ich habe es jetzt hochgeladen, einfach die. Ich muss vielleicht mal gucken, ob ich irgendwas anders einstellen kann bei dem Aufnahmeprogramm oder so. Oder ob ich einfach die interne Aufnahme benutze. Die ist zwar in einer geringeren Auflösung, aber vielleicht... Oh, fuck. Vielleicht war es einfach, in 4K aufzunehmen, zu viele Daten. Oder die Sache ist, mein Handy ist nicht, hat kein 4K-Display, aber ich habe die Aufnahme vom Display in 4K gemacht. Das ist ein bisschen komisch, ich weiß, aber es geht aus irgendeinem Grund. Du kannst, das wird dann halt, quasi hoch skaliert und so. War da gerade ein Geist in der Ecke? Habe ich mir das eingebildet? Oh, das Leuchten sehen. Ich habe es mir eingebildet. Verdammt. Aber hier kann man das auch wieder richtig gut nehmen, um zu gucken, ob da irgendwas in den Schatten ist. So in der Renderdistanz. Wir haben letztens beim LTL Monsters, ich spreche da immer von, das ist fürchterlich, ihr habt es gesehen, hoffentlich. Wenn nicht, dann guckt euch das an, das war spaßig. Da gab es ein paar Änderungen zum normalen Spiel. So wie hier. Nur anders. Man konnte zweimal normal angreifen. Das war schon bemerkenswert. Und es gab kritische Treffer und so. War schon geil. Fand ich wirklich lustig. Es hat Spaß gemacht. Das war schon wieder ein komplett anderes Spiel für mich. Aber irgendwie trotzdem mit der Nostalgie von dem Spiel, wie ich es kannte. Könnt ihr bitte sterben? Das geht doch nicht. Bonk. Weg mit dir. Und der nächste bitte auch. Ich wünschte, man hätte den Doppelangriff hier auch eingebaut. Aber hat man nicht. Ich habe das ganz am Anfang ausprobiert. Ich kann nicht doppelt angreifen. Oh. Da ist Vitus mit Paketen. Da ist Post. Und wir haben Gegner, die uns schon wieder angreifen, obwohl wir keine MP haben, um zurückzuschlagen. Das wäre sehr... blöd, ohne MP zu kämpfen. Ich könnte natürlich auch mal wieder ein Item benutzen. Aber gegen den werde ich sowieso nicht kämpfen. Ganz besonders nicht, wenn der alleine ist. Dann ist er nämlich jede Runde dran. Das ist gefährlich. Es ist viel besser, bei schweren Gegnern einfach noch kleinere, ungefährliche Gegner dabei zu haben. Ich frage mich, wie viele von den Geistern sie aus dem Dungeon rausgenommen haben. Und ob sie die irgendwo anders hingepackt haben. Ich habe echt voll wenig gefunden bis jetzt. Im Vergleich. Warum will ich schon wieder gegen den kämpfen? Da sind zwar auch zwei andere dabei. Aber wenn er dran ist, dann macht er echt viel Schaden. Und das. Ich möchte nicht wieder rausfliegen, weil ich so blöd war, mich mit dem Drachen anzulegen. Wobei der sogar immer noch leichter zu besiegen wäre, als die komischen Viecher, die mit Steinen geworfen haben.
Oh, ich sehe gerade zwei süße Plüschtiere. So, eine Biene und ein, wie hieß das andere Ding? Axolotl oder so. Cute. Und die da könnten. Warum ist jetzt wieder nur der eine gestorben? Denen fehlt doch wieder nur ein HP oder so. Damit die kaputt gehen. Nee. Hä? Habe ich den irgendwie einmal geschlagen? Am Anfang? Ich habe keine Ahnung. Jetzt sind sie auf jeden Fall alle weg. Und nerven mich nicht mehr. Und die Katze hat einen Karton gefunden. Das ist doch auch schön. Ups, nicht Rock. Rock'n'Roll. Hieß hier nicht sogar tatsächlich ein Angriff Rock'n'Roll? Weil das so ein rollender Stein ist. Ich kann mich irren. Wäre nicht das erste Mal. So, oh, ich hasse jetzt schon dieses... Oh Gott. Mir ist gerade eingefallen, dass das hier ein Dungeon ist und es gibt noch andere Dungeons. Zum Beispiel die blaue Grotte, die ich sogar schon einmal erwähnt habe, als wir in dem Wald waren. Weil da dieser eine Durchgang war. Und oh mein Gott, wie schlimm wird das denn bitte? Die blaue Grotte im Hard Mode. Oh, die kann ja... Die kann ja nur besser werden. Mit den ganzen Gängen, in denen nichts ist und in denen garantiert auch nichts sein wird. Das heißt, ich laufe den ganzen Weg ab. So lang, wie es irgendwie geht, durch diesen Dungeon durch. Und da ist einfach nichts. Ich sehe es kommen und es wird mich total nerven. Und jetzt haut die Katze wieder ab. Aber Vitus ist ja wach. Vielleicht ist es ja okay, wenn Barney drüben ist. Immerhin war Vitus gerade hier mit Post. Und es ist auch nur noch... Es sind noch 45 Minuten, bis ich eh aufhöre. Also maximal. Ich würde gerne Tidal Wave benutzen. Ich würde nur gerne die Tür wieder schließen. Das wäre ganz nett. Ich stehe mal immer auf. Ich habe die Katzen jetzt rausgelassen. Einfach mal. Und wenn Vitus sie wieder zurückschickt, dann ist das so. Normalerweise lasse ich sie nicht raus, wenn ich aufnehme, weil Vitus halt normalerweise morgens schläft. Weil es nachts nicht klappt. Schlafstörungen sind fies. Ich hatte das eine Nacht mal, dass ich absolut nicht pennen konnte und es hat mich so angenervt. Es ist so schlimm. Meine Schwester hat das auch mal ganz schlimm gehabt. Und wenn man dann irgendwie zu laut war und die hat einen nebenan in ihrem Zimmer gehört, dann ist die voll ausgerastet. Die hat auch wirklich geschrien und gegen die Wand geboxt und so. Aber ich kann es ihr nicht mal übel nehmen. Es war dann nur immer blöd, wenn am Wochenende ein Kumpel bei mir übernachtet hat. Und wir durften einfach keinen Ton mehr sagen, weil... Also wir durften schon, aber wir haben dann immer geflüstert. War halt nachts, ne? Da bist du eh nicht laut. Vor allem nicht, wenn man bei seinen Eltern und seinen Geschwistern und so wohnt. Da ist man halt nicht laut nachts. Man hat so einen gewissen Anstand, hat man dann doch noch. Deswegen hat Chris auch immer nur einmal bei mir gepennt. Immer nur. Deswegen hat Chris auch nur einmal bei mir gepennt. Der war super laut. Ein einziges Mal. Kumpel Matthias hat ständig bei mir gepennt. Und René auch. Ich weiß gar nicht, ob David bei mir gepennt hat. Weiß ich gar nicht. Alles so Leute, mit denen ich heute fast nichts mehr zu tun habe. Oder gar nichts eigentlich. Mattes vielleicht noch. Matthias sehe ich hin und wieder. Ist auch mein bester Kumpel. Von vor langer Zeit. Erste Klasse Schule. Ja. War spaßig. Bis zur vierten, dann ist er auf die Realschule gegangen und ich auf die Hauptschule. Und dann war, ja. Nein, wir haben dann trotzdem noch viel zusammen rumgehangen eigentlich. Aber sind auch irgendwie in der neunten, sind wir Skateboard gefahren. Hat Spaß gemacht. Ich hätte gerne wieder eins. Einfach mal, um schneller von A nach B zu kommen an manchen Tagen. Wenn ich alleine irgendwie unterwegs bin draußen. Aber wo soll ich das Ding dann hinpacken? Das wollte ich nicht. Wo soll ich das Ding dann hinpacken? Es kommt dann irgendwie drauf an, ich könnte ja beim Einkaufen, könnte ich das Ding in meinen Einkaufswagen legen oder so.
wenn ich damit halt einkaufen fahre oder so. Aber dann darf ich nur so Kleinzeug mitnehmen, weil sonst habe ich immer so einen kleinen Ziehwagen hinter mir. So ein Hawazuzi, Handwagen zum Ziehen, kennt man. Vielleicht unter Umständen nach möglicherweise kennt man so ein Ding. Das haben meistens so ältere Leute oder Leute, die kein Auto haben. So wie ich, weil ich auch keinen Führerschein habe. Ich würde ihn auch den Hitlerschein nennen, aber... Der Name ist immer noch ein wenig fragwürdig. Nein, man sagt ja eigentlich Fahrerlaubnis. Das ist ja der offizielle Begriff. Nein, ich möchte Tidal Wave. Tidal Waffe. Ein weiteres Mal Tidal Waffe. Und, wer hätte es gedacht? Nochmal Tidal Waffe. Stirb, danke. Wir sind bald auf einem Weg, auf dem wir uns durchaus wieder heilen können. Vollständig. Da vorne ist nämlich dieser eine Schlangenpfad. Nein, der Rankenpfad. Auf dem... Entschuldigung, ich bin an der Kante hängen geblieben. Und ich habe kurz nach oben zur Decke geguckt, ob die Spinne noch da hängt. Und hier ungefähr jetzt auch... Ich kann hier langlaufen, hier passiert nichts. Ich werde hier nicht getroffen, nicht angegriffen. Sonst was, ich kann mich hier heilen. Ich kann mir die Animationen von Namen angucken. Auch sein Gesicht vielleicht. Er sieht ja wirklich schon stark aus, ne? Der kleine Bengel hier. So... Werde ich bis Level 25 gehen? Ich habe jetzt schon... Wann habe ich zuletzt einen Angriff bekommen? Hot Steam war, glaube ich, der letzte, oder? Ja. Und der ist schon wieder ein paar Level höher. Ich denke, ich sollte noch einmal Feuer machen. Und wenn ich dann nichts bekommen habe, dann... Oder meinetwegen, bis ich wirklich den nächsten Angriff bekommen habe. Es ist dann egal, welcher es ist. Ich gehe dann auf ein anderes Element. Ich möchte dann Wind. Wind? Ja, ich möchte kein Erde. Erde ist so cheap immer. Auch wenn ich an Erde genauso interessiert bin, weil... Lawine. Silent Flute. Eine weitere... Flöte. Eine Flöte. So. Da leuchtet was. Einfach so. Einfach hier so, an der Seite. Es ist natürlich immer noch nichts dazugekommen. Da war die Flöte, hier war einfach nur das. Ich steige auf jeden Fall in 23% noch Level. Das heißt, wir bekommen gleich auf jeden Fall noch bei den nächsten Gegnern, also nicht direkt bei den nächsten Gegnern, sondern bei irgendwelchen von den nächsten Gegnern noch ein Level ab. Den boxe ich wieder. Er ist mein persönlicher Boxsack. Also bis jetzt, denke ich, kommen wir ganz gut durch. Es gibt ein paar Gegner, die wirklich Probleme machen. Die hier sind es nicht. Aber die machen auch normal im Spiel keine Probleme. So, ich mache den Angriff nochmal und dann dürfte es das gewesen sein, oder? Wobei, ich mache normalerweise 40 Schaden mit so einem... Ja. Mein Schlag macht 40 Schaden, das macht nur so 20 ungefähr. Aber dafür bei allen. Nein, das macht auch mehr. Ich bin irgendwie... Ich habe nicht auf die Zahlen geguckt, ehrlich gesagt. Irgendwie habe ich gedacht, das macht nur so 20. Das macht auch so... Ja, eher so 30. Es ist ein bisschen schwächer als ein normaler Angriff, aber... Warum mache ich jetzt die ganze Zeit Heilung 1 anstatt die Heilungsaura, die ja deutlich besser ist? Warte mal eine Sekunde. Da vorne ist noch der Nebenweg, der mich zu... Der mich zum Vulkan bringt, wenn ich da denn lang gehen könnte. Was ich nicht kann. Aber sei es drum. Powerstuff?
den Powerstab-Angriff. 58. 58. 59. 61. Tidal Wave. Und zwei davon gehen kaputt. Nein, nur einer? Krass. Ich habe den einen irgendwie quasi nicht getroffen. Kann das sein? Dem fehlt nämlich auch nur noch 5 Punkte. Donk. Normalerweise hätte ich jetzt schon Powerstab Level 2, aber den habe ich nicht bekommen. Ups. Ne, den lerne ich auf 26 normalerweise. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe es wieder vergessen. Ich habe es beim letzten Mal doch erst darauf angelegt, den Move zu lernen. Ich brauche die Heilaura dringend. 19. Macht er mir denn mehr Schaden? Nein. Ich kann mich auf jeden Fall heilen bei dem. Boah. Und dann treffe ich den nicht mit meinem einen Angriff, den ich habe. Weil... Ich mache jetzt Tidal Wave. So, der Gegner lebt noch, leider. Der wird wahrscheinlich auch immer noch leben, wenn ich den nochmal mache. Nein, er ist gestorben. Okay. Es wird einfach nichts. Es kommt da nichts mehr bei rum. Da hinten leuchtet es auf jeden Fall. Das wird direkt mein Level 27. Und wenn das dann nichts wird, dann bin ich... Oh. Jetzt einmal Heilung für die letzten zwei und dann... Warum ist das Ding einfach mitten im Raum? Ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht an dem Punkt. Dass da nichts passiert. Ich lerne nichts. Warum nicht? Wo ist mein Feuerangriff? Ich warte darauf, schon seit Ewigkeiten. Ich lerne gar nichts mehr. Mein Hot Steam war der letzte. Wann habe ich das gelernt? Das ist ewig her. Jetzt ist die Frage, muss ich einfach andere Dinger doch leveln, damit ich zusammenhängende Angriffe bekomme, dass das irgendwie davon abhängt? Muss ich die gleichmäßig leveln, damit ich... Das wäre noch eine Möglichkeit. Ich habe da nicht drüber nachgedacht, aber vielleicht ist das der Punkt. Vielleicht lerne ich gleich ganz viele Sachen, wenn ich die anderen Dinger auflevel. Das ist dann natürlich aber auch wieder eine Menge Arbeit. Wir sind angekommen in Normun. Eigentlich war hier immer was. Oh Mann. In dem Feld ist gar nichts. Ich bin enttäuscht. Ich bin so traurig. Die werden jetzt wohl irgendwo noch so ein Ding hingepackt haben. Das sonst irgendwo in dem Dorf war, oder? So, wir haben auf jeden Fall Kisten. Mit Brot. Und wahrscheinlich noch mehr Brot. Eine Hero Drink. Wenn wir den Barrett geben, viermal, dann... Nee. Falsches Spiel. Falsches Franchise. Nicht das... kann man das hier Franchise nennen? Es gibt nur ein Spiel im Grunde. In drei verschiedenen Versionen. Also mit drei unterschiedlichen Namen. Uah. Wir gehen erstmal ins Inn. Das ist ziemlich in. Und da bin ich jetzt auch drin. Also bin ich in dem Inn. Wir haben viel HP.
Was wir nicht haben, ist ein Geist. Ich hätte gern einen Geist. Irgendwo vielleicht noch einen Geist gesehen. Möglicherweise. Ich sehe keinen. Es stört mich. Da war einer. Außerhalb. Es kommt einfach nichts. Searing Missile. Da ist ein neuer Zauber. Bei 28. Oh mein Gott. Ich habe was gelernt. Eine Rakete. Bin gespannt. Ist das das, was ich gesehen habe? Es ist immer noch nicht der nächste Feuerball, der den ersetzt. Aber meinetwegen. Ich nehme das. Ich nehme auch eine Rakete, ist mir egal. Wenn das heißt, dass ich einen neuen Move gelernt habe, dann... Vielleicht lohnt er... Aua. Ja. Und das senkt die Defensive, das ist so gut. Wenn ich das nochmal mache. Yo. Was? Oh shit, der macht das auch. Okay, ich habe einen neuen Angriff gelernt. Ich bin zufrieden, aber die Gegner benutzen den auch. Das gefällt mir nicht. Der Angriff trifft weniger. Okay, der anstrengende Gegner ist schon mal gestorben. Wobei das Ding auch ziemlich anstrengend ist. Wenn ich das so sagen darf. Okay, benutzen wir... Ich habe eine Flöte. Ich habe sogar mehrere davon. Wir werden eine verwenden. Ich möchte diesen Kampf auf jeden Fall gewinnen. Das Ding hatte super viel Leben. Warum? Okay, alle wieder auf Anfang. Yo. So, die Heilaura nochmal verwenden. Und mit dem hier werde ich fertig. Einfach so. Kann mich auch mittlerweile relativ weit bewegen. Das ist gut. Uiuiui. Oh, das wird mein neuer Go-To-Angriff. Mein Gott. Das ist übertrieben. Und ich dachte, es wäre für den Arsch alles. Oh mein Gott. Ich habe das auch für einen One-Hit-Angriff gehalten, ehrlich gesagt. Aber mein Gott, der geht ja ab. Und dann sinkt er die Verteidigung. Das ist stark. Warum mache ich nicht die Heilaura? Okay, jetzt kann ich auf ein anderes Element gehen. Jetzt mache ich... Ein bisschen Erde vielleicht. Doch lieber als Wind, ich weiß nicht. Oder ich mach doch Wind. Ah, ich bin mir unsicher. Ich mach abwechseln. Ich mach sie abwechseln. Ist mir egal, ich mach sie abwechseln. Soul Searcher, wie viel Leben habt ihr? 400? 222. Damit kann ich leben. Die nehmen damit aber leider dadurch leider keinen Schaden, weil die natürlich auch...
mich stören jetzt Gegner, die so oft treffen. Das ist, und das tun die leider dauerhaft. Wobei, der hat mich jetzt quasi nicht getroffen, aber... Das ist wirklich böse. Wenn ich jetzt sterbe, ist okay. Ich habe meinen Move gelernt. Ah, ich bin noch nicht tot. Aber an dem Punkt, ich mach's nochmal und wenn ich jetzt sterbe, ist okay. Nein, ich hab's geschafft. Sie sind gestorben. Alle beide. Oh mein Gott. Da kommt die Aura und ich möchte einmal ins Menü und gucken, wie viel Erfahrung ich habe. Okay. Aber die Gegner machen dann auch richtig fertig hier, ne? Will man nicht meinen, ey. Warum ich komme da nicht drei von? Die schaffe ich nicht. Wenn Tidal Wave ein bisschen stärker wäre. Na, die beiden kriege ich auf jeden Fall kaputt. Die machen, glaube ich, nicht viel. Searing Missile! Wahoo! Können die eigentlich Heißdampf? Normal können die das, glaube ich. Ja, können sie. 20 Schaden. Komisch. Ich habe letztens noch gesagt in meinem letzten LP, dass ich das cool fände, wenn die diese diesen Zielsuchpfeil verbessert hätten. Und wenn der eine andere Farbe hätte und nicht so blöd gelb wäre. Und jetzt habe ich hier einen, der ist rot. Riesengroß. Und trifft millionenmal. Da sind wir wieder bei dem Manifestieren angekommen. Ich habe gesagt, es passiert. Oder es wäre cool, wenn es das gäbe. Und dann gibt es das. Das ist total geil. Kann natürlich auch alles Zufall sein, aber... Manchmal denkt man, die Welt dreht sich um einen. Das ist verrückt. Es fühlt sich einfach so an, als wäre es so. Und ich genieße das einfach. Also, oh. In dem... Ja gut, dann machen wir jetzt... Ich fange mit Wind an, komm. Ich habe gesagt von Anfang an, dass ich Wind nehmen möchte. Also nehme ich Wind. Ich sollte mal eben die Katze wieder reinlassen, die wollte. Vielleicht muss die aufs Klo, weil die Katzenklo stehen hier. So. Ja, wieder hingesetzt. Und... Nein. Ich möchte meine MP aufladen. Wenn ich schon in diesem Haus bin, dann kann ich auch meine MP aufladen. Ich laufe wieder um den Tisch und um den Stuhl herum. Ich wünschte, ich könnte mich einfach in das Bett legen und dann... Das wäre jetzt so lustig, wenn es einfach gegangen wäre. So ein Heilspot. Einfach im Bett. So ein Safe Point. Das wäre auch interessant. Laden die sich eigentlich genauso lahm auf, wenn man... Ja, wenn man in eine Wand läuft, dann laden die sich quasi nicht auf. Also ganz wenig. Man muss wirklich Schritte gehen, die eine Entfernung haben. Wenn du keine Entfernung zurücklegst mit deinem Schritt, dann heilen sich die MP nicht. Nicht vernünftig jedenfalls. Sie laden sich auch so auf. Aber nur ganz lahm. Und so steigen die halt wesentlich schneller. Das ist aber immer so gewesen. Das hat sich nicht verändert. Mein Ohr juckt und ich hatte gerade das Gefühl, oder das Problem, ich wollte meinen Kopfhörer nicht zur Seite machen. Habe ich jetzt doch gemacht. Um zu kratzen, weil ich habe noch von Vitus so Kopfhörer bekommen, die haben so ein Touchpad an der Seite und da drückt man dann ständig irgendwo drauf, wenn man die absetzt und das ist etwas lästig. Teufel, was habt ihr euch dabei gedacht, Kopfhörer zu machen, die so blöde funktionieren? Ich weiß, wie wir diese Folge gebührend beenden, auf jeden Fall. Bin mal echt gespannt, wie viel Leben der hat. Ich bin wirklich gespannt, wie viel Leben der hat. Hallo, Zelse. Alter Freund. Ich find's so blöd, dass man immer durch den Boden gucken kann. Was? Get out of my way, Brat. I am the one who now holds the wind, Jade. All you who belittled my power are about to be blown to smithereens. Smithereens. Schöner Begriff. Ich habe ihn nicht getroffen.
Wie viel Schaden macht er mit seinen Angriffen? Das ist... Ja, eine Menge. Komm schon! Treff ihn doch! Nur wissen, wie viel Leben du hast. Ich will nicht wirklich gegen dich kämpfen! Du musst es mir nicht extra schwer machen. Mein Gott, treff ihn doch! Oh, schlimm. Ist hier wieder hinterm Baum irgendwas? Nein. Er hat mir schon wieder fast 60 Leben abgezogen. Ich habe ihn noch nicht einmal getroffen mit diesem blöden Angriff. Oh mein Gott, treff ihn doch. Es ist doch nicht so schwer. Er macht jetzt seinen Midrange. Woo! Den haben wir beim letzten Mal gar nicht zu Gesicht bekommen. Jetzt hat es geklappt. Oh mein Gott, er hat 1020. Und er hat mich nicht getroffen. An dem Punkt Feuer. Seine Verteidigung ist gesunken. Ist der Angriff eigentlich genauso stark jetzt? Ja, es ist genauso stark in Anführungszeichen. Er ist genauso schwach. Oh, mein Buff bleibt noch? Cool. Oh, mein Buff bleibt noch, sag ich. 30 Schaden habe ich genommen. Und ich mache ihm 56, wenn ich... Ja, ist nicht so viel. Ich glaube, hier bleiben wir eine Weile. Habe ich so im Gefühl. Habt ihr es gesehen? Seine Verteidigung war gesenkt. Und mein Angriff war gesteigert. Und ich habe nur 50 Schaden gemacht. Er macht mir 30. Das ist gewohnt von ihm. Ich habe natürlich ein bisschen mehr Leben und auch ein paar mehr Heil-Items. Vielleicht ein paar mehr Heil-Items. Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Aber das wird ein Weilchen dauern. Okay, die Folge ist noch nicht ganz vorbei. Ich habe an sich noch 20 Minuten. Mal gucken, ob ich noch irgendwie... Ja... Ein bisschen... Vielleicht ein Level bekommen oder so. Es wäre schon einiges wert, denke ich. Ein, zwei Level. Ein paar HP mehr. Ich möchte es natürlich auch nicht gegen ihn probieren, wenn ich das Gefühl habe, er macht mir noch zu viel Schaden. Also wenn er auf 20 runter ist oder so, dann, oh, dann bin ich zufrieden. Und ich sollte nicht oh machen. Das hört sich komisch an. Ich mag es, dass die neuen Angriffe alle so OP sind und dass die Zustandsveränderungen hinzufügen. Das ist wirklich gut. Ich würde das Spiel unheimlich gerne mal auf der Original-Hardware spielen. Das geht bestimmt. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass es auf der Hardware geht. Oh mein Gott, der macht das einfach auch. Ich hasse es. Wie viel Leben das einfach abzieht. Das ist total bekloppt. Also diese gelben Dinger, die sind total Killer. Ja, der ist auf jeden Fall weg. Mich stört noch dieser eine da. Und ich rede nicht von diesen Ameisen. Die sind okay. Oder von dem Ding. Nein, die sind vollkommen in Ordnung. Aber dieses eine Teil da, dieses da, das trifft mich halt immer. Ich glaube, den Kampf schaffe ich nicht. Oh, Healing Aura. Ein weiteres Mal die Healing Aura. Und dann kommt wieder der Move, der mich natürlich wieder ordentlich getroffen hat. Ich könnte wieder eine Flöte verwenden. Die mir natürlich hilft.
Ich mach's auf jeden Fall. Und ich greife den Gegner damit an. Und mir kommen ein paar Gegner näher. Ich muss auf jeden Fall nur den Großen loswerden. Der ist der Schlimmste von denen. Weil der mich immer trifft, egal wo ich bin. Okay, da ist er weg. Jetzt kann ich mich um die anderen kümmern. So, bei... Ja, an dem Punkt... Searing Missile. Das trifft halt einfach alles. Und es macht brutal viel Schaden. So im Verhältnis. Warum mache ich das? Okay, wie viel habe ich? 96, das hat eine Menge Erfahrung gegeben. Ich hatte gerade irgendwas mit 70, oder? Habe ich zwei Kämpfe gemacht oder nur einen? Aber vielleicht ist das auch der Punkt, an dem man merkt, dass ich jetzt wieder unterlevelt bin. Es macht aber Spaß. Es ist wirklich, wirklich witzig. Das Spiel ist so anders. Durch... Oh mein Gott. Den Angriff gibt es auf jeden Fall auch noch. Okay, lass mich mal eben Soul Searcher benutzen, um zu gucken, wie viel Leben die haben. 240. Nee, gegen die kämpfe ich nicht. Wobei es eigentlich ein sehr gutes Training ist. Ich mach das auch. Bitteschön. Der Ork nimmt super viel Schaden. 296. Uiuiui. 38. Aber ich habe jetzt auch meine Verteidigung selbst gesenkt. Der macht mich jetzt kaputt, der komische Jack-O-Lantern-Dude. Ja, boah. Wie oft das einfach trifft. Das ist super viel. Super viel Schaden in super wenig Zeit. Ui. Blub. Da kam wieder so ein lautes Geräusch dazwischen. Aber wir kommen in dem Wald zurecht, würde ich sagen. Nicht gut, aber wir kommen zurecht. Wir schaffen es ein bisschen. Wir halten ein bisschen. Was tun wir? Wir schaffen es ein bisschen. Das wollte ich eigentlich sagen. Hm. Ich verhaspel mich nur schnell. Ba, 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 ba. So. Ich hätte eigentlich noch ein paar rendern sollen. Egal, zu spät. Dann müsst ihr auf meinen Urlaub warten. Schätze ich mal. Ich habe ja direkt am Dienstag und wehe, die kommen mir an mit. Das ist so schlimm auf der Arbeit. Ich glaube, mein Vorarbeiter hat nicht mitbekommen, dass ich Urlaub habe, weil die die Arbeit für mich da stapeln. Für die Sachen, die normalerweise nur ich mache, weil ich als einziger in der Maschine eingewiesen bin. Ich werde auf der Arbeit gebraucht. Das ist komisch, aber die haben halt wirklich nur mich darin eingewiesen oder einweisen lassen. Einweisen lassen? Das klingt komisch. Die haben auf jeden Fall nur mir gezeigt oder zeigen lassen, wie die Maschine funktioniert. Und das ist... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Die haben jetzt wirklich wieder die Arbeit gestapelt. Da sind... Mindestens zwei, ich glaube es sind drei Aufträge, die ich machen muss, die mehrere Tage dauern. Und, ja, was soll ich dazu sagen? Die haben das da einfach stehen und ich habe nicht das Gefühl, dass mein Vorarbeiter weiß, dass ich ab Dienstag im Urlaub bin. Ich habe noch einen Tag jetzt, Montag, morgen. Morgen, übermorgen. Morgen ist mein, wie heißt das Wort, verdammt nochmal. Morgen ist mein Jahrestag. Das habe ich vorhin, glaube ich, schon mal angesprochen. Ich müsste eigentlich nochmal so eine... Flöte haben. Habe ich noch so eine Flöte? Ich hatte doch sonst immer so viele Flöten. Oder sind die mir alle flöten gegangen? Haha, okay. Vergiss es. Ich habe keine Flöte mehr. Dann werde ich den Kampf vermutlich nicht schaffen. Es sind mir immer zu viele Gegner. Es könnten ruhig mal ein paar weniger sein. Oh ja, gerade wenn der sowas macht. Oh mein Gott. Die Healing Aura. Woo! Benutze jetzt ein Brot. Also ein 75er halt.
Aua! Ich sollte nicht die Ameisen treffen. Die machen nicht so viel Schaden wie die beiden hier. Und deshalb, vor allem kann man den Angriffen von denen ausweichen. Jetzt kommt wieder der Große hier. Möp. Jetzt kommt nochmal das andere Vieh von der Sorte. Hat mich aber auch zweimal getroffen. Tidal Wave. Der ist weg, das ist schon mal gut. Jetzt kommt Aua, der Angriff, der tat natürlich weh. Ich schaff das. Ich komme an euch vorbei. Jetzt kommt nochmal der Angriff. Damit reiße ich alles in Stücke. Ganz besonders dich. So. Ich habe den Kampf geschafft, ich bin erstaunt. Wind. Oh yes. Restriction, das ist der Move, der nie funktioniert, aber so funktioniert wie die Glocke. Von denen ich leider auch keine mehr habe. Was schade ist, in dem Wald wären die natürlich super nützlich. An dem Punkt muss ich sagen, ist es sehr, sehr klug, einfach nochmal zurückzugehen. Ich habe ja Flügel. Red Bull. Nee, Red Bull ist scheiße. Red Bull schmeckt übrigens genauso wie jeder andere scheiß Energy Drink. Energy. Ich sag immer Energy. Oh mein Gott. Das ist Overkill. Ist fürchterlich überteuert. Und Red Bull spendet irgendwie an AfD oder irgendwelche anderen ja, Menschenfeinde, sag ich einfach mal dazu. Würde ich niemals kaufen, die Scheiße. Glaube ich. Wobei Vitus letztens mal irgendeine Sorte probiert hat und die hat leider genauso geschmeckt wie irgendein anderer Billig-Energy-Drink. Also, oh mein Gott, hör doch mal auf damit. Warum ist das denn unbedingt so einer? Warum muss der unbedingt sowas machen? Ich möchte eben einen Kampf haben, den ich gewinnen kann. Und bei dem es sich lohnt, einmal auszuprobieren, ob... Oh mein Gott. Das geht aber. Ja, ganz besonders, wenn er das macht. Ich möchte gucken, ob ich damit mehrere treffe. Nein, auch nur einen. Okay. Also treffe. Ich treffe da generell gerade niemanden bei, aber... Uch. Ihr merkt's ja, der Angriff ist scheiße, der trifft halt nicht. Ja, und jetzt kommt der Pfeil. Das waren wieder 50 Leben. Ich treffe den nicht. Ich habe ihn getroffen. Schön. Aber dafür sind jetzt fast meine MP weg. Meine HP sind auch sehr stark gesunken. Ich kann das ein bisschen benutzen. Und ich werde den Angriff jetzt auch definitiv weiterverwenden. Ich gehe ein bisschen weiter weg von denen. Über mir sitzt eine Fliege. Was will die denn da? Habe ich irgendwas zum Zerschlagen oder so? Bam! Verdammt, habe ich getroffen. Wie ich einfach Bam gemacht habe. Oh Gott. Die ganzen Wertesenkungen da. Aua. Okay. Searing Missile. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich gewinnen kann in diesem Kampf. Ich werde mich zur Not einfach erschlagen lassen. Oder ich nehme Brot. Oder ich nehme ein Brot. Das geht auch. Ich werde mich erschlagen lassen oder ich nehme ein Brot. Kennt man. Ey, der ist tot. Ist gut. Die haben mich nicht getroffen. Das heißt, ich kann den hier benutzen. Na! Weiterhin. Und die einfach vermöbeln.
Ey. Vor allem ist jetzt auch meine Verteidigung wieder auf Normalwert. Und deren nicht. Genauso wie deren Movement und deren Ausweichwerte. Yes. Ich habe tatsächlich noch gewonnen. So. 45%. Jo. Noch 6 Minuten, das wird kein Level up. Da bin ich mir sicher. Aber ich kann enorm meine Werte steigern in diesem Wald. Mein Gott. Mein Buniwelze. Oh mein Gott, die gibt's ja auch noch. Die habe ich vergessen. Lamia. Boah, die machen den. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe eh keine MP. Ich würde gerne MP ein bisschen mehr haben. Ich benutze Tautropfen. Ich stehe drauf und was mache ich? Ich nehme andere. Wieso? Ja, nee, ihr nervt auch. Ihr nervt ganz besonders, würde ich sagen. So, er hat nicht getroffen. Cool. Searing Missile macht mehr Schaden auf jeden Fall. Trifft öfter, macht mehr Schaden. Ist eigentlich in jeder Hinsicht der bessere Angriff. Leider werde ich jetzt sterben. Ja, oder auch nicht. Egal, wir machen es nochmal. Und der wird mich jetzt killen. Ja, das ist okay. Da ist wieder die Fliege und ich wollte sie jetzt wieder erschlagen mit so einem Bam-Geräusch, aber sie ist wieder weggeflogen. Aber sie ist noch da oben. Also, Bam! Nein, scheiße. Ah. Ich krieg sie nicht. Beim nächsten Mal vielleicht. Bei Let's Play Quest 64, wenn ich endlich mit dieser Person reden darf. Oh mein Gott, wir haben eine Menge geschafft eigentlich. Wir haben 28 Feuer. Ich meine, das ist eine ganz schöne Menge von 4, die wir heute Morgen noch hatten, glaube ich. Also ja, ist viel. Wir haben ein bisschen was bekommen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal bei Let's Play Quest 64. Bis dahin.